Jetzt kann RTL-Star Nazan Ekes endlich ehrlich zu ihren Fans sein. Über die letzten Tage hat sie nämlich ein Geheimnis für sich behalten. Mit einem Instagram-Beitrag bricht die RTL-Moderatorin jetzt ihr Schweigen. Die Bilder könnten schöner kaum sein. RTL-Star Nazan Ekes auf dem Oktoberfest? Es war etwas ganz Besonderes. Mann, was hat die sich ausgeputzt? Nazan Ekes teilt einige Schnappschüsse vom Wochenende mit ihren Followern auf Instagram. Darauf sieht man die 46-Jährige in einem wunderschönen schwarzen Dirndl, Blumen im Haar und XXL-Ohrringen. Vor Ort trifft sie dann natürlich auf verschiedene prominente Kollegen, wie beispielsweise Let's Dance-Moderatorin Victoria Swarovski, Evelyn Burdecki, Amira und Oliver Pocher und viele mehr. Gemeinsam ließen sie es richtig krachen. Verständlich, denn nach 2 Jahren Corona-Pause sind alle Besucher der Wiesn froh, dass die Vorschriften es endlich wieder ermöglichen. Doch für RTL-Moderatorin war es nicht nur aus diesem Grund ein ganz besonderer Besuch auf dem größten Volksfest der Welt. RTL-Star gesteht Debüt auf dem Oktoberfest. Es war doch tatsächlich das erste Mal, dass Nazan Ekes das Oktoberfest besucht hat. Bei dem ganzen jährlichen Staraufgebot bei dem Volksfest in München möchte man das gar nicht meinen. Doch unter dem Beitrag auf Instagram gesteht die Moderatorin ihr kleines Geheimnis. Sie schreibt, liebe Leute, ich habe die Wiesn überlebt. Jetzt kann ich euch ja verraten, dass ich noch nie da war. Hab mich bisher immer gedrückt. Nach einer Stunde Schockstarre ging's dann. RTL-Star Nazan Ekes, ihre Fans sind hin und weg von ihrem Oktoberfest-Look. Zahlreiche Promis und Fans sind begeistert von dem etwas anderen Look. Die 46-Jährige fällt durch ihr schwarzes Dirndl aus Samt auf jeden Fall auf. Schließlich ist es nicht die gängige Farbe für diese Anlass. Doch anscheinend trifft sie mit der Kleiderwahl wortwörtlich ins Schwarze.